Hallo meine Freunde, ich habe heute mal wieder etwas Besonderes für euch. Es handelt sich um drei Anrufe, die die Geschichte eines Unternehmens erzählen. Ein Unternehmen, das Krankenkassenberatung am Telefon anbietet. Und zwar mit Telefonnummern für Menschen, deren Daten sie zuvor bei Datenhändlern gekauft haben, die unseriöse Gewinnspiele anbieten. Heißt, wir haben eine sehr unschöne Ausgangslage für das Unternehmen. Der erste Anruf, den ihr hören werdet, ist in meiner Zeit, wo ich jetzt bei YouTube bin, 4, 5 Mal von mir hochgeladen worden, nachdem er vorher vom Unternehmen über YouTube gesperrt wurde. Dann habe ich den Firmennamen rausgeschnitten, den Namen der Anruferin rausgeschnitten, das Ganze noch ein bisschen verfremdet. Die haben das immer wieder down geflaggt. Und dann habe ich gesagt, okay, meine Stunde wird kommen und die ist heute. Weil ich nicht nur diesen Anruf habe, in der die junge Frau dann sagt, okay, wir vermitteln nicht an die Krankenkasse, die für deine Lebensumstände, dein privatliches und berufliches Umfeld vielleicht am besten für dich wäre, sondern klar, wir vermitteln die Krankenkasse, die uns am meisten Provision bezahlt. Als sie merkt, dass sie da Scheiße gemacht hat, widerruft sie das Ganze natürlich, aber hey, was einmal gesagt ist, ist zugegeben, war ein unglücklicher Moment für sie. Im zweiten Anruf hört ihr einen jungen Mann, der auch versucht, seinen Trick durchzuziehen. Mir dann über irgendwann unter die Nase bindet, dass ich ja Herr Maulwurf bin und er genau weiß, was ich mache. Er versichert hoch und heilig, dass das Unternehmen daraus gelernt hat, ist sogar mit der Veröffentlichung des Anrufes einverstanden und sagt, dass ganz viele Leute gehen mussten, die nicht sauber gearbeitet haben. Und im dritten Anruf? Nun, lasst euch überraschen, wird die Seriosität bestätigt? Haben wir einen neutralen Anruf oder haben wir wieder das Niveau des ersten erreicht? Ich freue mich auf euer Feedback. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und wollen wir mal schauen, wie lange es diesmal dauert, bis sie das Video aus dem Netz nehmen. Und wenn sie es wieder aus dem Netz nehmen, dann lade ich es nochmal hoch mit Firmennamen. Weil wenn sie es ohne blocken können, kann ich es auch mit hochladen. Na, meine Freunde, seht der Wahrheit mal ins Gesicht, wenn ihr Scheiße gebaut habt, solltet ihr daraus lernen oder daraus gelernt haben, wie dieser junge Mann am Telefon behauptet. Aber lassen wir das die Menschen entscheiden, die von euren Anrufen betroffen sind. Viel Spaß, meine Freunde. Ja, hallo? Hallo? Oh, schönen guten Tag, Herr Rakesh. So, Linda hätte ich gern gesprochen. Ja, im Telefon, hallo? Sehr gut, Herr Solinda. Also, es geht ja um die Bonuszahlungen von der Krankenkasse für Sie persönlich. Ja. Dazu haben Sie sich ja auch vor einiger Zeit online eingetragen, wollten auch unverbindlich weitere Informationen dazu haben. Ja, das ist Und richtig, aber da deswegen ist melde ich mich nie ja. was gekommen. Oh, Gesundheit. Könnt ihr nochmal wiederholen? Ich sage ja, wir haben Einschreibung machen, aber da ist nie was gekommen. An die Krankenkasse oder? Ja, von der Krankenkasse. Ja. Und Sie rufen an von der Firma? Ja, es geht ja um eine Beratung diesbezüglich, wie Sie Ja. dann auch jedes Jahr von der Krankenkasse auch Bonusgeld zurückbekommen können. Ja, und Ja. da kann ich auch sagen, weil Sie ja bisher noch nie irgendwie was zurückbekommen haben, dass sich das Gespräch gelohnt hat, weil es ja Krankenkassen gibt, die jedes Jahr bis zu 750 Euro an die Mitglieder zahlen, was ja auch nicht schlecht ist. Also Wie viel? extra Wie Geld kann viel? man ja immer gut gebrauchen. Bis zu 750 Euro, Oh Herr mein Gott, Zylinder. das ist sehr viel. Ja, wenn Sie viel einzahlen, ist es ja auch gut, wenn man viel Oh, zurückbekommt, ne? sind Sie krank, junge Frau? Sie hören sich nicht gut an. Ja, ein bisschen erkältet, Husten habe No, ich. das Reizhusten. ich habe Schmerzen bei Hals schon ganze Wochen. Das ist Also sehr. Halsschmerzen habe ich jetzt nicht. Ich hatte vorher, also vor diesem Husten, hatte ich Ja. eine Mandelentzündung. No, das Das ist so war schlimm. schrecklich. Das hat gerade mein Sohn Das haben. war Das war schlimm. großes Theater. Das war schlimm, das Habe ist Sie furchtbar. gut überstanden? Ich habe es überstanden mit Antibiotikum. Ich hatte mal Oh. als Kind zweimal Angina an Oh. meinen Mandeln. Das war auch ziemlich schlimm. Also wenn ich mich daran erinnere, Ja. da habe ich schon was durchgemacht mit den Mandeln. Da gibt es Aber die schönere sind immer noch Erinnerungen. drin. Ja, weg mit den Misten, weg damit machen, Rausschneidung machen. Eine gute Ja, das Krankenkasse wird Schlimmste dich ist, dass man bezahlen. dann auch. Ja, die zahlen das, aber Ja. gut, ich lasse den auch drin. Am schlimmsten ist es, wenn man dann auch so Gliederschmerzen hat, wegen den Mandeln, also wenn die dann auch entzündet Ja, sind. Man hat überall Schmerzen. Ja, alles aber machen. Das ist so schrecklich. Auf jeden Fall, sagen Sie, bei welcher Krankenkasse sind Sie denn zurzeit versichert? Wie bitte? Bei welcher Krankenkasse sind Sie denn zurzeit versichert? Also, wir sind bei AOK. Okay. Auch lange dort versichert? Oh, schon Ewigkeiten. Immer. Okay. Ja. Also damit Sie auch wissen,
was auf Sie zukommt, was das Gespräch angeht, Herr Sunninder, so kurz auch zum Ablauf. Also wir klären erstmal, wie Ihre momentane Situation ist. Ja. Ich informiere Sie dann auch, welche Möglichkeiten es gibt. Sehr sende gut. Ihnen natürlich auch alles schriftlich zu und Ja. Sie entscheiden dann, ob und wie wir weitermachen. Und der ganze Vorgang ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Und ich Sehr hoffe, das ist gut. dann auch so in Ordnung für Sie. Sehr gut, ja. Prima. Werden Also Sie die Verikon? eine Ja. Aufzeichnung machen? Bitte, was haben wir? Werden Sie eine Aufzeichnung machen? Aufzeichnung? Ja. Nein, machen wir nicht. Okay, sehr gut. Weil ich mag Dann keine Konkurrenz haben. Ja, bitte Entschuldigung, ich genau. wollte Sie nicht Genau, unterbrechen. wenn das so wäre, dann müsste ich Ihnen natürlich auch Bescheid sagen und Ja. natürlich auch für Ihre Erlaubnis fragen, aber das machen wir nicht. Ja. Das Unternehmen ist ja bundesweit der größte Spezialdienstleister für das Thema Krankenkassen. Ja, Wir okay. sind an keinen Anbieter gebunden und vergleichen ja auch circa 130 Krankenkassen, 100, gibt um es so Ihnen auch viele immer das. Krankenkassen bei Deutschland? Ja gut, mittlerweile vielleicht nicht mehr so viele, weil sehr viele fusioniert haben, sind mittlerweile vielleicht so 120 Das ist Krankenkassen. immer noch sehr viel. Genau, weil jetzt seit ab Neujahr haben ja sich viele Krankenkassen zusammengetan, also Ja, sind wirklich? zusammengekommen Welche haben das denn und machen? zum Beispiel die Barmer und die Deutsche BKK, dann die BKK vor Ort, Okay. dann welche waren da noch? Ich weiß ja nicht alle. Okay, in Ordnung, Also dann da, würde ich ja fragen. okay. Hauptsächlich die Betriebskrankenkassen, die dann auch kleine sind, Herr Zylinder. Ja. Ja, wir möchten Ihnen natürlich auch immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auch anbieten. Ja, Ja, das und der ist ja auch vom TÜV zertifiziert und wird auch von Verbraucherschutz.de empfohlen. So haben Sie immer die Sicherheit, dass Sie durch uns objektiv informiert werden. Was heißt Zertifikum? Habe ich nicht verstanden. Was das bedeutet, bitte? Vom TÜV haben wir ein Zertifikat, dass wir dann auch Zertifikat. unbürokratisch sind, dass wir dann auch gut sind. Also wir haben vom TÜV eine Erlaubnis und auch eine Bestätigung bekommen, dass wir dann auch vergleichen können und Sie dann auch beraten können. Ach so, da braucht man bei Deutschland ein Erlaubnis und Sie haben den von da bekommen. Okay, sehr gut. Genau. Genau. Und was die Krankenkasse angeht, Herr Solinder, haben Ja. Sie bis jetzt irgendwelche besonderen Leistungen in Anspruch genommen oder gibt es da etwas, was für Sie wichtig ist? Wie meinen Sie bitte? Leistungen, die für Sie wichtig sind. Sind Sie denn in der Regel ein gesunder Mensch oder sind Sie öfters krank? Haben Sie vielleicht chronische Krankheiten? Ja, Müssen Sie regelmäßig? ich habe immer Probleme mit Rücken. Mhm. Haben Sie da bis jetzt besondere Leistungen von der AOK in Anspruch genommen für den Rücken? Nein, immer nur zu Orthopädik laufen, aber der kann auch nicht helfen. Okay, also so Gesundheitskurse. Massagen, Chiropraktika, Osteopathen haben Sie nicht in Anspruch genommen. Ja, ich habe Massagen private machen, aber immer sehr teuer, weil AOK will nicht geben oder muss man fast so viel bezahlen, wie das sowieso schon kosten. Und da kann man auch gleich selber bezahlen und muss den nicht Papierkrieg machen. Ja. Okay. Ja, dann wäre es ja schon von Vorteil, wenn Sie da auch mehr Leistung bekommen, zum Beispiel auch so Gesundheitskurse für den Rücken, für Wirbelsäule. Aquafitness, was auch den Rücken entlastet, Herr Solinder. Ja. Oder wenn Sie da auch mal Massagen bezahlt bekommen im Rahmen des gesetzlich Vorgeschriebenen. Was meinen Sie denn? Ist es von Vorteil? Ja, gibt es Menschen, die zu den Fragen Nein sagen? Ja, manche sagen, ja, das brauche ich jetzt nicht. Ich bin gesund. Ich fühle mich gut. Tatsächlich? Ja. Gibt es so blöden Leuten? Also ich finde das sehr gut. Das ist sehr gut. Ja? Da sollte man auch, wenn man gesund ist, den Anspruch nehmen, Ja? weil Prävention schadet ja keinem, Die meiner Meinung Prävention? nach. Ja, richtig, richtig. Prävention schadet ja, schadet nicht und ist gut, wenn man da auch mal was für sich machen kann. Ja, kann man da auch ein Und Akupunktur machen? Akupunktur, zum Beispiel so alternative Heilmedizin, Ja. möchten ja auch gerne viele Menschen in Anspruch nehmen. Wird ja immer attraktiver, immer interessanter für die Menschen. Man Ja. möchte ja auch nicht immer nur auf die Chemie zurückgreifen, sondern Ja. erstmal es anders probieren, wenn Das es dann ist auch richtig. einem besser geht. Wenn es hilft, warum nicht? Ja, Oder zumindest mal versuchen. wir haben Kräutergarten, wie immer versuchen selber zu machen und manchmal sehr gut helfen, manchmal schlimmer werden, aber meistens helfen. Kennen Sie Floating? Flo? Floating, wie schweben auf Englisch?
Ach so, ja. Ja, kennen Sie, das kann man sowas bezahlt bekommen, weil ich habe Post-Traumatic Stress Disorder und das sehr helfen, aber sehr teuer. Floating, also das ist eine Therapie. Ja, das kann man sich bei so Tank reinlegen, die dann Deckel zumachen und kein Geräusch und kein Licht und da kann man Hyperentspannung machen. Oh, das ist was Interessantes. Ja, das Ja. weiß ich jetzt nicht. Das ist mir neu. Okay, aber Sie haben doch gesagt, Sie kennen das Floating. Floating kennen, ja, habe ich gerade jetzt geguckt. Ja, können Sie mal bei Flo, Google ich weiß, reingucken? was Schweben ist, Ja. was Schweben heißt, aber ich dachte, ich wusste nicht, dass es da eine Therapie speziell dafür Ja, noch gibt. das ist sehr, sehr hilfreich für Tiefenentspannung, für Muskelentspannung machen, aber immer sehr teuer bezahlt machen. Und AOK sagen immer, Hexenmedizin können wir dir nicht bezahlt machen, musst du selber machen. Ja gut, es gibt ja auch Möglichkeit, da auch was zu machen, bestimmt, ne? Ja, ich weiß ja nicht, Sie sind der Profi. Ich bin nur die kleine Inder. Krankenkassen. Ja, ich denke mal, leider nicht zurzeit. Aber vielleicht kann man da auch was anderes in Anspruch nehmen, um da auch einen Teil der Kosten bezahlt zu bekommen, Herr Seminder. Ja, das wäre ja Warum sehr denn gut. nicht, wenn es gut tut, ne? Ja, natürlich. Man muss Da kann nehmen, man was ja kann man auch. kriegen. Genau, warum denn nicht? So, und gibt es denn bei der AOK irgendwelche Leistungen oder Punkte, die für Sie jetzt nicht gut sind oder was Sie ändern würden? Immer Rechnung schicken, Rechnung schicken, Rechnung schicken und unfreundlich bei der Telefon. Also auch unfreundlich. Ja. Also gute Servicequalität ist dann für Sie von Vorteil Ja. und wenn Sie ohne viel Papierkram auch Ihre Sachen erledigt bekommen. Ja, natürlich, ich will sagen, hallo, das ist mein Problem und dann will ich nicht, dass die Aktenordner bei meinem Kopf werfen, sondern mir helfen. Genau, da haben Sie auch auf jeden Fall recht. Und also das Gute im Bereich der Krankenkassen ist, dass man Ja. dann auch nicht auf den, also nicht an die, mit der Krankenkasse zufrieden ist, sondern mit dem deutschen Gesundheitssystem, sodass es dann auch keine Rolle spielt, wo wir versichert sind. Und so können wir auch immer auf den eigenen Vorteil schauen. Ja. Und sind Sie denn grundsätzlich an die AOK gebunden oder können Sie sich da auch einen Wechsel der Krankenkasse vorstellen, wenn dieser für Sie dann auch Vorteile bringt, auch Also mehr Zusatzleistung? muss ich mal bei Vertrag reingucken, ob kann ich da in Kündigung machen. Na, junge Wie Frau, lange? Sie sollten nach Hause gehen. Sie hören sich sehr krank an. Ja gut, es ist ja nur Husten und Ja, über aber die Nacht huste ich ja nicht. Ich dachte auch heute früh, als ich aufgewacht bin, oh, gut, Boah. prima, mir geht's heute viel besser. Ja, aber wenn Sie Und jetzt später kam. noch einmal 2, 3 Tage krank rumlaufen, dann Sie richtig krank werden. Da soll man lieber ein paar Tage liegen bleiben und dann wieder fit machen. Sonst bringt auch die Prävention von der Krankenkasse nichts mehr. Stimmt, haben Sie recht. Da muss ich Verstehen mir Sie? ein paar Tage frei nehmen, jetzt die 2 Tage, also Ja. Donnerstag, Freitag und dann Samstag, Sonntag sowieso. Soll ich bei Und dann kann ich Manager sagen, der soll nach Hause Schickung machen, weil der Kunde ist König, der mich. wird auf mir hören. Genau, der Kunde ist gering, aber nee, unser Teamleiter ist ja auch, was das angeht, nicht so streng und der sagt auch selber, ja, geh nach Hause, du hörst dich gut an. Ja, weil Sie müssen ja bei Telefon, bei Callcenter immer gute Stimme haben, sonst können Sie ja keinen Abschluss machen. Der wird ja bestimmt auch merken. Ja, viele merken ja, dass ich da auch krank bin. Ja, wenn ich husten muss, was soll ich machen? Ich habe eben diesen Reizhusten. Ich habe nur Ja. Tabletten bekommen. Und ich will Ich Ihnen habe ja nur keinen Tabletten. Vorwurf machen. Das war kein Vorwurf. Ich wollte nur helfen. Gut. Ich habe ja auch nur Tabletten bekommen, also No. kein Hustensirup, gar nichts. Und das hilft nicht so irgendwie, Ja, so schnell, wie ich mir das erhofft habe. was für Tablette habe diese gegeben? Pressing, weil ich da irgendwie Allergiehusten meinte, No. hab. Aber ich weiß nicht, auf was. Dann müssen Sie mal bei Hautarzt Allergietest machen. Das ist sehr wichtig, weil sonst immer wieder kommen. Das hatte mein Sohn von dem Meerschweinchen, der hatte auch das Problem. Ich sollte vielleicht auch mal bei einer Krankenkasse arbeiten, aber das ist gar keine Ja, schlechte warum Idee. nicht? Man kann ja immer Ich was würde Neues gute Service ausprobieren. machen. Gute Service machen. Auf jeden Fall, das ist natürlich sehr wichtig. Ja, das ist das Vor Wichtigste allem überhaupt. telefonisch. Was machen Sie denn beruflich? Wir haben einen Ziegenfarm. Was haben Sie? Ziegenfarm. Ziegenfarm. Ziegenfarm.
Dann haben Sie da auch Ziegenmilch, Käse und all das, was dazugehört, oder? Wir züchten nur den Tieren und dann Verkauf machen. Ach so, okay, ja. Das ist ja auch was. Haben Sie vielleicht Interesse an ein Ziegen? Nein. Also für Hochzeitung zum Beispiel, für Gala-Dinner machen oder für, weil manche Ach Menschen so. Bei Deutschland immer Gartenzwergen bei Gartenstellen, wir können Ausstopfung Ziege machen und Sie können Ziege bei Garten nehmen. Damit jemand denkt, dass ich eine Ziege im Garten habe. Ne, damit dann sagt, schöne Decoration, sehr gut, sehr gut. Und dann werden Sie Wettbewerb gewinnen, von unserem Dorf muss schöner werden. Achso, das machen Sie auch? Also ja. So aufstopfen oder Sie ja. selber oder haben Sie jemanden, der für Sie das erledigt? Ne, das macht er meine Sohn. Wir haben dann, weil manche Menschen, wenn den Tier gestorben, die können keine Trennung davon machen. Also wir nicht nur Ziege nehmen. Wir haben Hunden, wir haben Katzen, wir haben Meerschweinchen. Einmal ein Pferd wird Ausstopfung machen und dann kann man... Nee, wirklich? Ja, auch so große Tiere? Ja, das dauert dann halt ein bisschen länger, dann muss man das bei einem Kühlraum machen, weil sonst den Zersetzung anfangen. Aber das kann man schaffen. Nur Elefant wird schwierig. Ja, auf jeden Fall. Und einmal ein Araber wollte Kamelausstopfung machen, der sagt, du kannst ja nicht sowas machen. Du kannst ja keine Kamele herbringen. Wie willst du Transport machen? Weißt du, wie groß ist ein Kamel? Aber der wollte ja. herbringen. Aber wir haben Nein sagen. Ja, die sind so 4 Meter, ne? Ja, auch wenn man den Hals. Nee, auch länger. Die sind noch länger. Aber wenn man dann das auch so hoch. Ja. Den ganzen Hals dann auch ausstreckt ja, und so. Also schon. Den ganzen langen Hals für die Kamele, Hand. Das ist schon nicht in Ordnung. Aber irgendwo genau. sind immer die Grenzen. Man kann nicht alles machen. Genau. Genau, haben Sie recht, Herr Zimminder. Ja. Und ist das bei Callcenter Ihre Hauptarbeit oder haben Sie einen Nebenjob? Nee, das ist eigentlich hauptsächlich das, ja, und, was ich mache. Mein Bruder bei Macht ja Spaß. Mein Bruder bei Indien bei Callcenter arbeiten. Wie viel Abschluss müssen Sie bei Tage machen, dass die keine Rauschwerfung machen? Ja, je nachdem, das wird dann auch nach Quote berechnet, Herr Zylinder. Also, je nachdem, wie viele Stunden ich dann auch bei der Arbeit bin. Ja, Vollzeit, wie viel Abschluss müssen Sie machen? In voller Zeit? Ja. So mindestens 3. Am Tag oder bei Wochen? Am Tag, am Tag. Okay, müssen Sie 5 oder 6 Tage arbeiten? 5 maximal. Maximal. Und dann immer 8 Stunden oder länger? Nee, auch kürzer auch eigentlich. Kürzer? Ja, okay. Ja, dann ja ist, so 6 Stunden. Ja, das ist ja in Ordnung. Das ist immer sehr gut zu wissen, wie das bei anderen Firmen. Und wo der arbeitet dann, selber ja, oder hat er selber ein Callcenter? Der hat selber Callcenter. Und wir dann bei Amerika, die machen von Indien einen Customer Support für Amerika, weil sehr viel anrufen und der hat er den Managing machen. Oh, schön. Ja. Okay. Soll ich Ihnen vielleicht da jetzt eine Info-E-Mail zusenden? Denn wenn ich auch hier alle Ihre Vorgaben berücksichtige, das, was so für Sie ungefähr auch wichtig ist, mit den Alternativmedizin, mit den Gesundheitskursen, welche Sie jetzt bei der AOK nicht in Anspruch nehmen können, und natürlich auch mit den Bonuszahlungen, dass Sie da auch mehr Geld zur Verfügung haben oder auch mehr Geld zurückbekommen. Darf ich raten, welche Krankenkasse Sie haben gefunden? Sagen Sie. BKK Mobil Oil? Ja. Ja, sehr gut. Das ist, weil Ihre Firma immer den gleichen Krankenkasse-Empfehlungen machen. Nee, wir haben früher auch andere Krankenkassen gemacht. Und jetzt, wie ist das? BKK Mobil Oil sagt, hier, ruf mal bitte bei den und den Leuten an und versuchst du Vertrag zu machen? Genau, wir arbeiten so in Auftrag? Im Zusammenhang, genau, im Auftrag der Gesellschaft. Aber warte mal, früher haben wir auch DAK gemacht und auch... Also Krankenkasse ist auch gar nicht, Jahr? Ist gar nicht, wie haben Sie bei Anfang gesagt, Sie vergleichen 130 Kassen und jetzt sagen Sie, Sie rufen einen Auftrag von BKK an? Das ist ja aber nicht in Ordnung. Nee. Und ihr doch? Nee. Wir haben ja auch früher auch andere Krankenkassen gemacht. Ja, früher, je nachdem, welche... Also genau, jetzt nach neu... Mal, lassen Sie mich je mal nach kurz neue. Ein Gedankenspiel machen, egal was ich jetzt gesagt hätte, welchen Punkte mir wichtig, egal was ich gesagt hätte, BKK Mobil Oil wäre den Ergebnis gewesen. Je nachdem, bei welcher Krankenkasse Sie versichert sind und die AOK ist ja nicht gerade eine gute Krankenkasse eigentlich. Ja, den AOK ist ja Standard und wenn wir Standardkrankenkasse nehmen und, ja, egal, Standard. Und egal welche Antwort ich gebe, das ist immer BKK, wenn Sie mich anrufen, richtig? Ja?
Nee. Ja, nee, eigentlich schon. Ja. Jetzt zur Zeit ja. Jetzt zur Zeit ja, Herr Sollen. Es sei denn, Sie sind bei einer anderen Krankenkasse zum Beispiel. Auch ja, Techniker dann, ist ja eine sehr gute Krankenkasse. Dann können Sie doch nicht sagen, dass Sie alle allen vergleichen, wenn Sie nur für eine in Auftrag anrufen. Das ist ja nicht in Ordnung. Wenn Sie, das ist, entweder ist das Fehler bei Gesprächsleitfaden oder ist das Betrug, eins von beiden. Nee, es soll ja eigentlich auch Ihnen keinen Stress machen, ne? Nein, das macht mir auch keinen Stress. Ich versuche immer nur, die Sache zu verstehen, weil das ist ja so, Sie rufen an und dann denken... Ah, Sie haben ja schon mit uns gesprochen, das haben Sie ja nicht gesagt. Und wer hat was gesagt? Sie. Ja. Jetzt habe ich dass unsere, sagen, dass unsere Gesellschaft immer die gleiche Krankenkasse anbietet. Ja, aber es ist nicht wahr. Kennen Sie Hans Mollruf? Wie erwähnt. Ja? Ja? Sagen Sie, was haben Sie? Kennen Sie Hans Mollruf? Herr? Hans Mollruf? Wie der Mollruf? Hans Mollruf. Ja? Mollruf. Ja? Und Dimitri Schukow vielleicht? Bitte nochmal? Dimitri Schukow? Dimitri? Schukow? Schukow. Ja. Und nee, Herbert Hüderli? Das sind alles meine Freunde, die haben auch eine Stimme bei uns bei YouTube. Und den alle von sie Anruf bekommen, den andere, alle andere Sachen sagen und da haben die immer BKK Mobil Oil sagen. Mhm. Ach so, ja, da haben sie geschaut. Ja. Mhm. Dann haben immer alles ganz andere Angaben und das wollte ich ja eigentlich nur ohne Gedanke Ihnen sehr, dass Sie das bestätigt haben, dass Sie in Auftrag von denen anrufen und nicht Vergleich machen. Das wollte ich eigentlich nur hören. Nee, hauptsächlich ist es ja auch ein Vergleichsunternehmen. Man kann ja auch ja, immer Sie vergleichen andere. Die Leute, die das meiste Geld bezahlen, werden empfohlen. Das, ich habe schon verstanden, ich bin ja nicht der Dumme. Nee, aber hauptsächlich ist es ja auch wichtig, dass Sie da auch Geld sparen können bei den Krankenkassen, ne? Weil ja, die Beiträge machen ja auch einen Unterschied. Ja, jetzt und natürlich auch im Bonusprogramm. Es geht doch jetzt darum, dass Sie mir völlig falsche Sachen ja gesagt haben. Was habe ich denn Falsches gesagt? Ja, Sie sagen, Sie vergleichen alle 130 Krankenkassen. 10 Minuten später sagen Sie mir, ja, den Vericon, BKK Mobil Oil, den bezahlen uns, dass wir Kunden holen. Dann ist doch klar, dass Sie keine Vergleich machen. Wir bekommen keine Vergütung von der BKK Mobil Oil, nein, leider, weil das, weil ein Wechsel der Krankenkasse ist ja kostenlos. Sie machen das aus reiner Menschlichkeit. Nee, Krankenkassenwechsel ist immer kostenlos und die Krankenkasse, die kann ja auch nicht viel ja, davon können, haben, ja, wenn wir das dann auch vermitteln. Ja, natürlich, die können Provision bezahlen. Nee, leider nicht. Bei den gesetzlichen Krankenkassen nicht. Die privaten, die zahlen finde, die privaten Krankenkassen. Ich finde das wunderbar, dass Sie so aus reiner Nächstenliebe arbeiten und bei Menschen anrufen. Was meinen Sie? Möchten Sie noch jemanden grüßen? Was sagten Sie? Und ich wollte fragen, ob Sie jemanden grüßen möchten. Nein, würde ich nicht machen. Möchten Sie noch irgendwas sagen? Warum sollte ich? Haben Sie noch Fragen an mich, Herr Solinder? Ja, wie können Sie mit Gewissen vereinbaren? Bitte? Wie können Sie mit Gewissen vereinbaren? Was vereinbaren? Ja, was Sie da machen. Das ist nicht in Ordnung. Was ist denn da nicht in Ordnung, wenn wir Sie dann auch über etwas Besseres beraten? Ja, Sie beraten ja nur in eine Richtung. Ja, es gibt ja Nein. tausend Sachen, die sind vielleicht besser, wenn Sie immer BKK Mobil Oil sagen. Nee, nicht immer. Ja, doch, nicht immer. Immer. Wir haben ganz viel Testanruf machen, immer gleiche Ergebnis. Hallo? Hallo? Habe ich den Herrn Sommer am Telefon? Das ist richtig. Guten Morgen. Ja, hallo Herr Sommer, es geht um Ihre Anfrage, Bonuszahlung der Krankenkasse. Da wollten Sie ein paar Infos zu haben. Bonuszahlung? Genau. Da. Ja, seit melde ich mich bei Ihnen. Passt das gerade zeitlich oder sind Sie irgendwo unterwegs? Ich sitze auf Balkon, alles gut. Okay. Also, wollten Sie was Bestimmtes wissen? Wollten Sie allgemein die Krankenkasse vergleichen? Wie können wir Ihnen helfen? Weiß ich nicht. Das stand, da kann man viel Geld sparen und Geld finde ich gut, darum habe ich ja gedrückt. Okay. Bei welcher Krankenkasse sind Sie jetzt? AOK. Bei welcher AOK genau? In welchem Bundesland leben Sie? Baden-Württemberg ist das. AOK Baden-Württemberg. Dort allein oder familienversichert? Alleinen. Alleine. Was machen Sie beruflich? Inkasso. Inkasso. Also kaufmännischer Beruf. So kann man das bezeichnen. Okay. Das ist, ich muss, das ist die freundlichste Bezeichnung meines Berufsstandes, die ich das ganze Jahr gehört habe. Das muss ich mir merken. Sonst bin ich immer der Boxer, der Kriminelle, Mafiosi oder sonst irgendwas.
Geil. Auch täglich an. Ich schreibe jetzt drunter Dimitri Inkasso, kaufmännischer Beruf. Finde ich gut, mein Bruder. Ich finde das super. Also mal, sind Sie ein Mensch, der Vorsorge betreibt? Gehen Sie jährlich zu Ihren Routinekontrollen? Da habe ich eigentlich gar keine Zeit für. Wissen Sie, wie viele Leute Ihre Rechnung nicht bezahlen? Kann ich mir vorstellen. Das sind ganz vor allem, das gibt ganz viele Leute, die sind so blöde, die machen irgendwas am Telefon und dann haben die Vertrag in der Tasche und dann müssen die das bezahlen. Ja, wenn ich richtig zuhört, es ist halt leider so, dass die Menschen ungebildet sind. Das ist richtig. Das ist richtig. Viele sind ungebildet. Gibt ja viele, die versuchen, denen das zu erklären, aber da kannst du auch dem Amerikaner sagen, dass er seinen Nachbarn nicht mit Waffe erschießen soll. Der macht trotzdem. Ja, ich meine, die Welt zu ändern braucht man heutzutage nicht mehr. Die Menschen bilden sich in den Medien weiter und ja, dann sind sie selber schuld. Richtig, und da wir ja wissen, was in den Medien läuft, wissen wir auch, was dabei rumkommt. Ja. Zombie. So, zum Thema zurück. Da Sie keine Vorsorgeuntersuchungen machen, besteht bei Ihnen nur eine Möglichkeit, Geld zurückzubekommen. Und zwar ist das die Beitragszurückerstattung. Okay. Da müssen Sie bei Ihrer Krankenkasse anfragen. Laut dem Sozialgesetzbuch Nummer 5, Paragraph 53, Absatz 2, muss die gesetzliche Krankenkasse Ihnen eine Beitragszurückerstattung anbieten. Das heißt, sollten Sie ein Jahr lang ohne Krankmeldung und ohne Medikamente auskommen, muss die Krankenkasse einen Monatsbeitrag mit dem Arbeitgeberanteil an Sie wieder zurückzahlen. Das sind 200 bis 600 Euro im Jahr. Auch wenn ich nicht zum Arzt gehe und auch wenn ich kein Medikamenten bekomme? Genau. Zum Arzt gehen können Sie. Sie können ja sich kontrollieren lassen. Hauptsache, Sie werden nicht krankgeschrieben. Und kein Medikamenten? Genau. Ach, darf man nicht mal was, wenn man jetzt, keine Ahnung, so einen Infekt dann hat, darf man sich nichts holen? Nein. Blöd, das ist ja scheißen Dreck. Ja, das sind nur die zwei Möglichkeiten. Einmal die Beitragsrückerstattung, wenn Sie die Krankenkasse nicht nutzen, oder wenn Sie Vorsorgeuntersuchungen machen würden, einmal im Jahr zu den Kontrolluntersuchungen gehen würden, würden Sie auch was zurückbekommen. Ach, nur einmal im Jahr, ja, das würde ich ja wohl hinkriegen. Ja. Was kann man dann, da denn sparen? Sie rufen einfach bei der AOK an und fragen nach dem Bonusheft. Okay. Sie kriegen von Ihrer Krankenkasse so ein Heftchen nach Hause zugesandt. Mit diesem Heftchen müssen Sie einmal im Jahr bei Ihren Ärzten vorbeigehen, sich kontrollieren lassen. Da. Die Ärzte stempeln das Ganze ab. Sobald Sie die Stempel beisammen haben, unterschreiben Sie das Heft und schicken es wieder zurück. Okay. Dafür gibt es dann als Belohnung bei der AOK 120 Euro. Oh, das ist doch cool. Mehr müssen Sie bei Ihrer Krankenkasse nicht beachten, Herr Sommer. Das ist doch schön. Alles klar, dann bestellen Sie sich erstmal die Unterlagen, wie gesagt, Beitragsrückerstattung und das Bonusheft. Da. Lesen Sie sich das alles in Ruhe durch. Wenn dann noch Fragen auftauchen, können Sie gerne nochmal anrufen, dann gehen wir es gemeinsam durch. War's das tatsächlich schon? Das war's, ja. Dann muss ich Sie jetzt mal loben. Inwiefern? Naja, ich, den Namen Dimitri Sommer gibt es nicht wirklich. Ich bin, bin ich ein Inder, ja? Hallo? Habe ich mir schon gedacht, Herr Sommer. Ja, und vor einem Jahr, da habt ihr immer noch zwanghaft versucht, den Leuten die BKK Mobile Oil anzudrehen und jetzt macht ihr wirklich Beratung. Sehr gut. Es kommt, also wir haben nie versucht, den Menschen was anzudrehen. Wenn wir feststellen, dass wir Menschen verbessern könnten, dann empfehlen wir den Menschen, was die Menschen draus machen, ja. Ist den Menschen frei überlassen. Ja, aber damals, da habe ich von 7, 8 Mal immer den Leuten andere Sache erzählt, was ist mir wichtig bei einer Krankenkasse. Und die haben dann immer gesagt, ja, sie müssen zu BKK wechseln. Und einer hat bei Telefonat sogar zugegeben, dass sie das machen, weil BKK gut Provision bezahlt. Das stimmt nicht. Da Sie müssen unser Unternehmen auch ein bisschen verstehen. Wir haben sehr, sehr viele Angestellte gehabt. Leider Gottes machen nicht alle ihren Job richtig. Ja. Deshalb gibt es auch nicht mehr so viele Mitarbeiter wie früher. Dieses die Thematik ist uns selber aufgefallen. Wir wissen, was da schiefgelaufen ist. Ja, das ist doch schön, dass das jetzt wirklich mal besser geworden ist. Ja, oh schade. Ich dachte schon, jetzt gibt mal wieder Bezugsanruf, aber es ist endlich mal was Ordentliches. Bedrohung haben wir noch nie, Herr Sommer. Also wie Sie am Anfang selber gesagt haben, wir haben den Menschen ganz klar gesagt, was los ist. Wir haben die Menschen ganz klar angesprochen, ob die für Verbesserungen offen sind. Wenn uns Menschen gesagt haben, nö, die möchten bei ihrer Krankenkasse bleiben, dann haben wir ihnen ganz klar gesagt, wie man das Geld zurückbekommt. Wir haben auf die Paragraphe hingewiesen. Wir halten uns auch an das Sozialgesetzbuch. Da. Ist ja richtig, aber wer sagt, sind Sie für Verbesserungen offen? Wer sagt da nein? Die Frage ist ja schon implizierend. Das ist ja alles in Ordnung. Aber dass diese Leute dann wirklich immer ganz explizit auf diese eine Krankenkasse hingearbeitet haben, ob ich jetzt gesagt habe, ich will zu indischen Schamane oder ich will Rückenmassage haben, die haben immer diese eine Krankenkasse zwanghaft empfohlen.
immer haben diese Sie denn selber im Internet nachrecherchiert, wer die meisten Zusatzleistungen hat? In der Tat kommt man da drauf hin, aber nachdem dann ein paar Mitarbeiter mal gesagt haben, dass das wegen Provision ist, da bin ich dann schon ein bisschen neugierig geworden. Das stimmt aber nicht, also da waren die Mitarbeiter wohl nicht gut genug geschult. Sie können selber bei jeder Krankenkasse nachfragen, also die Krankenkassen zahlen kaum noch Provision. Diese 25 Euro würden sie auch bekommen, wenn sie jemanden anwerben. Und sind wir mal ganz ehrlich, ein Unternehmen kann nicht von 25 Euro leben. Ich sag mal so, an einem guten Tag mache ich vielleicht 6, 7 Krankenkassenwechsel. Wenn Sie sich überlegen, was das Ganze kostet, was ich verdiene, etc., macht das gar keinen Sinn. Also, naja, ich glaube nicht, dass ihr nur die Provision bekommt, die Privatpersonen bekommen würden. Doch, es ist ja eine gesetzliche. Ja, wovon lebt ihr überhaupt? Das müssen Sie meinen Chef fragen. Wir machen ja auch natürlich Zusatzversicherungen etc., da gibt es auch noch was. Ja, Zahnzusatzversicherung, das mit dann der Freibetrag quasi für Kranke, für Zahnversicherung genommen wird. Das habe ich auch schon 100 Mal gehört. Finde ich das super. Das ist ja der Hintergrund der Krankenkasse. Also Sie können das selber bei jeder Krankenkasse mittlerweile auf der Homepage sehen. Ja. Viele Krankenkassen sagen, diese Bonuszahlen, die sie kriegen, kriegen sie nicht mehr zur freien Verfügung, sondern sie sollen sich damit zusätzlich absichern. Denn die Problematik haben wir, die wird nicht besser. Wenn die Bürgerversicherung durch ist, muss sich hier jeder in Deutschland nochmal zusätzlich versichern. Und dann werden natürlich auch die Versicherer reagieren. Dann müssen Sie für die Zahnversicherung nicht mehr wie heute 20 Euro bezahlen, dann werden Sie wahrscheinlich 100 Euro zahlen. Und alles läuft drauf hinaus. Also das Thema Bürgerversicherung wird ja auch in den Medien schon angesprochen. Da, richtig. Also, das wird irgendwann wie in Amerika sein. Richtig, das läuft alles drauf hinaus. Oh, schön. Man muss sich doch nicht alles von denen abgucken. Ja, man sollte vielleicht auch in andere Länder schauen, wie Skandinavien, aber... Das liegt ja leider nicht an uns. Das ist so eine politische Sache. Ich meine, wenn Sie sich damit befasst haben, Sie wissen, wem die Medien gehören, etc. Und das ist ja richtig. Ein Brainwash, was in Deutschland passiert. Das ist richtig. Das ist ganz schrecklich. Aber bevor wir jetzt in diese Verschwörungstheorien reingehen, ich glaube, das wollen die Leute nicht gern hören. Du hast geiles Statement abgegeben. Darf ich das veröffentlichen? Können Sie gerne veröffentlichen. Alles klar. Mal schönes Statement. Kriegt man von den wenigsten, wenn man dann mal sagt, hier, was ist da los? Die meisten legen auf. Ja, ich bin gut genug geschult, ich mache den Job lang genug und ich kenne, glaube ich, auch Ihre Videos. Ja, welche denn? Mit wem sprichst du gerade? Sie sind der Maulwurf. Richtig, ich bin der Maulwurf. Möchtest du mal mit Herrn Maulwurf sprechen? Hallo! Also gesagt, ich habe es angeguckt. Ich habe auch gesehen, mit wem Sie da gesprochen haben, mit diesen Kreditkarten und Mastercard und was ja, Sie da gemacht haben. Ja, das ist ja ganz und schrecklich. Diese Bedrohungen. Das ist ja ganz schrecklich, aber vor einem Jahr noch, da waren eure Leute so nicht mit Bedrohungen und so, aber mit Quatsch erzählen auch ganz weit vorne. Und eure Firma war auch immer ganz schnell die Videos zu melden, dass die wieder wegkommen, aber da war ganz genau zu hören, dass die das mit der Provision zugegeben haben. Okay, ja, wie gesagt, die Leute arbeiten nicht mehr hier. Wir hatten vor einem Jahr noch sehr, sehr viele Mitarbeiter, also unser Chef hat auch auf sowas reagiert. Also mal. Da hat er die wegen mir rausgeschmissen. Nee, es ist oh, schade. Das ist ja nicht wegen ihm. Also jeder sollte seinen Job vernünftig machen. Wir werden dafür bezahlt. Und derjenige, der vorhat, Menschen zu verarschen, der gehört nicht in dieses Unternehmen. Das ist doch mal ein schönes Statement. Ich hoffe, du sagst das jetzt nicht nur, weil du mich erkannt hast, sondern weil das wirklich Nein. alles so ist. Sie können sich gerne nochmal eintragen, mit einer anderen Stimme das Ganze probieren. Sie werden feststellen, dass sich das ein bisschen gewendet hat. Dann schauen wir. Ich habe tatsächlich schon 2, 3 Anrufe von euch gehabt, da hat man aber schon bei der Stimme gehört. Die wissen genau, mit wem sie reden. Und dann denkt man natürlich, ja, der spielt mir das jetzt nur vor. Ich glaube, du bist da auch schon mal dabei gewesen, bin mir nicht sicher. Ist lange her. Nein, ich habe mir die Videos alle angeguckt, ich war nicht dabei. Ja, wenn das nur 10 Sekunden ist, wo dann einer sagt, ja, dann können Sie bei der AOK anrufen, vielen Dank, was soll ich da hochladen? Na, dann verbleiben wir so, dass wir keine genau. Kunden werden, aber ich finde es gut, dass ihr eure Geschäftspraxis geändert habt. Ja, wir müssen ja auch uns entwickeln. Finde ich gut. Wir wollen nicht nur den heutigen Tag überstehen, sondern wir wollen das dauerhaft machen. Finde ich gut. Dann lass deine Seele nicht verkaufen, Blair. Tu ich nicht, keine super, Sorge. Super, dann viel Spaß bei Videos. Alles klar. Bis dahin. Schönen Tag, auf Wiedersehen. Dir auch, das wie Daniel. Jo, tschüss. Tö. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag, Vladislav Kiro. Da am Telefon, guten Morgen.
Oder guten Mittag. Ist ja schon Mittag. Genau, haben Sie recht. Es geht ja um Ihre Auszahlungen von der Krankenkasse, Kiro. Sie haben sich dazu online informiert, wollten ja diesbezüglich Infos. Wie viel Geld haben Sie bereits von Ihrer Krankenkasse bekommen, Herr Kiro? Ich hatte mich gewundert, weil ich kann mich nicht erinnern, dass habe ich schon mal überhaupt was bekommen. Sie haben also noch nie was erhalten bei der Krankenkasse? Immer nur bezahlt. Bezahlt, Zuzahlung, Beitrag bezahlen, das geht ja bei Arbeitgeber weg. Aber bekommen habe ich noch nie etwas. Welche Krankenkasse? La AOK, Baden-Württemberg. AOK Baden-Württemberg. Sind Sie da alleine oder haben Sie auch Mitversicherte? Ich bin bestimmt nicht der einzige Kunde da. Nee. Ich meine, sind Sie alleine oder ist das eine Familienversicherung, Frau? Ach so, nein. Das ist meines Versicherung. Nur meines, okay? Also alleine versichert, da. Okay. Dann hat sich dieses Gespräch für Sie gelohnt, weil es gibt mittlerweile viele Krankenkassen, die geben da jedes Jahr, Herr Kiro, 500 Euro an ihre Mitglieder an. 500 Euro? Einfach so? Nicht einfach so. Den Ablauf will ich Ihnen auch. Okay. Also, wir klären erstmal, wie Ihre momentane Situation ist. Ich informiere Sie, welche Möglichkeiten es gibt, sende Ihnen auch alles schriftlich zu und Sie entscheiden danach, ob und wie wir weitermachen. Nein, ich steige nur mal kurz vom Dach runter, Blöd. Ich bin gerade am Dachdecken, da? Hast du eine Minute Zeit? Ja, da. Ja, nur gucken. Ich muss kurz telefonieren, mach du weiter oder gehst du was trinken, Junge. So, einen Moment. So, was wollen wir machen? Okay, damit ich Ihnen da, Herr Kirov, eine Krankenkasse vorstelle, wo Sie jedes Jahr mehr Geld bekommen. Da. Was muss denn eine gute Krankenkasse für Sie haben? Was ist Ihnen wichtig bei einer Krankenkasse? Dass die Doktor bezahlen. Den Doktor da. Okay, also für Sie ist auf jeden Fall das Wichtigste. Wenn Sie die Krankenkasse brauchen, sie muss dann für Sie da. Ja klar, sonst brauche ich das ja nicht. Weißt du, ich arbeite bei Bauhof. Da erwartet Kunde auch, wenn die sagen, brauchen wir Tesla, Spool oder so, dann muss das fertig werden. Ja, kein Problem. Gibt es noch welche Punkte, die Ihnen wichtig sind? Och, was gibt's denn da so? Weil bisher ich immer bezahlen und dann, wenn ich muss zu Arzt gehen, das melden. Okay. Sie haben ja auch selber gesagt, Sie arbeiten ja selber im Bau. Da, im Bauhof, da. Genau, dann wäre es auf jeden Fall Vorteil, eine Krankenkasse zu haben, die Ihnen mal Wellness bezahlt, also Entspannungstherapie, Massage. Massage klingt immer gut, weißt du, so Rücken immer kaputt, weißt du, Kirov Luftschiffe, vielleicht schon mal gehört, ist harter Job und immer Rücken tut weh, Arme tun weh, Kopf tut weh. Ja, kann ich verstehen. Was machen Sie denn genau, wenn ich sage? Na, wir haben hier Bauhof, wir arbeiten Gebäude errichten, Wartung, Verteidigung. Da. Ja, super. Perfekt, okay. Kurse im Bereich Sport, Ernährung, Prävention, ist das auch interessant für Sie, Fitnessstudio? Was? Was ist was ist das für Wort? Kurse im Bereich Sport, Ernährung, Prävention. Was ist Prävention? Was ist das? Ich kenne nicht den Wort. Massagen, Entspannungstherapie. Ah, das ist sehr gut. Genau, auf jeden Fall. Es gibt auch viele Krankenkassen, Herr Kiro, die geben da Zuschüsse. Das heißt, sie bekommen Geld für eine Absicherung, entweder für die Brille, für die Zähne oder den Bereich der privaten ambulanten Pflege. Ist das auch interessant für Sie, da abgesichert? Nee, ich habe keine Brillen. Kein Problem. Wie sieht es aus im Bereich der Zähne, wenn Kosten auf Sie zukommen? Das ist immer teuer, Blöd. So teuer Geld jedes Mal. Genau, also wäre es da interessant, abgesichert zu sein, damit Sie die Kosten nicht mehr selber bezahlen? Das kommt darauf an, was bedeutet, absichert zu sein. Weil das kann man ja... Versichert. Ja, Versicherung. Gibt den guten, gibt den schlechten Gesicherung. Welchen Gesicherung sprechen wir? Das schauen wir dann später, was für Sie in Frage kommt. Ja, da. Genau, sagen Sie mir, Kiro, sind Sie denn an die AOK durch irgendetwas gebunden? Oder sind Sie für Verbesserungen offen? Ja, natürlich, habe ich ja Vertrag mit denen. Vertraglich gebunden. Ja. Nein. Wenn man keine Schulden hat bei der Krankenkasse, kann man ja jederzeit die Krankenkasse wechseln. Warum sollte ich Schulden bei meinen Krankenkassen haben? Das ist doch von Arbeitgeber bezahlt, von Steuern, von Merkel, das beitragen. Ja.
Machen wir das so, Herr Kirov. Ich werde Ihnen da ein paar Infos per E-Mail zusenden. Wieso per E-Mail? Damit Sie sich das anschauen. Na, können wir da nichts. Bin ich extra vom Dach runtergegangen. Jetzt können wir auch darüber sprechen. Ist für mich einfacher, ich werde in deinen... Ist für mich einfacher, bin ich der Kunde oder bist du Kunde? Wie gehst du mit deinen Kunden um? Ich steige für dich vom Dach runter, Zucker, und so redest du mit mir? Kein Problem. Gib mir dein Managerblatt, wie redest du mit Kunden? Alter, was für... Ich sag's jetzt lieber nicht. Widerlich.